Hallo und willkommen bei einem kleinen Infovideo bei unserem Kanal Spieletester 21. Eine lange, lange Zeit ist es jetzt her, dass wir das letzte Video gemacht haben, wie man hier sieht. Vor 10 Monaten habe ich zuletzt ein Minecraft-Let's Play hochgeladen. Und wenn ihr euch das mal anhört und anguckt, werdet ihr sehen, ich habe ein neues Mikrofon. Aber nicht nur das hat sich geändert, sondern auch noch einiges mehr. Und zwar... ja, wir waren eine lange Zeit jetzt inaktiv, auch ja, wegen ein paar privaten Problemen. Und nun hat sich der Lennart entschieden, mal wieder ein paar Let's Plays zu machen. Ich weiß es nicht genau, wie er das machen wird, aber ich denke mal, da wird noch ein Infovideo von ihm kommen. Mir geht es ein bisschen um was anderes. Und zwar werde ich hier nicht mitmachen, denn ich habe mich selbstständig gemacht, also bin ja eben alleine. Lennart macht hier die Spieltasse 21 alleine und ich mache meinen Kanal hier, Xeis und Pollock. Da sollte jetzt hoffentlich ein Bild von meinem Kanal erscheinen. Und dann erkläre ich mal eben, was da so alles dann für Videos kommen werden. Indem ich einmal kurz ein bisschen was vorlese von meinem Plan und dann hoffe ich, dass dann auch ein Videoausschnitt kommen wird, wenn ich das richtig hinbekomme. Und viel Spaß. Also los geht es mit Lara Croft, denn die mutige Lara Croft stürzte sich bei mir auf dem Channel montags, mittwochs, freitags und sonntags um 17 Uhr. Durch Wald und Wiesen. Fuck hier. Von wo kommt der denn? Ja, und das erwischt ihn nicht, genau. Hä? Ich hab den noch eben getroffen. Jetzt hier rüber. Renn schon einfach hier runter. Runter, habe ich gesagt. Nee, lass mal. Oh, könnt ihr mal aufhören, immer hier zu mir zu kommen? Ich weiß, dass ich halt einfach geil bin, ja, aber ich möchte nicht immer diesen ständigen... Boah, geh weg da. Hooligans mag auch keiner. So. Ah, einer ist er noch. Der wirft wieder mit Dynamit. Bastard. Genau dahinter ist er. Nein. Sehr schlau, wenn ich auch, direkt davor stehe. Ich kann nicht. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ich muss wieder die Typen durchsuchen. Ich habe nämlich bald nichts mehr. Bei Mass Effect 3 liefere ich mir montags, mittwochs und freitags intergalaktische Schlachten um 15.30 Uhr.
gerade rechtzeitig, ich hatte keine Munition mehr. Normandie! Jump! Willkommen zurück, Shepard. Danke! Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Dann das tun sie nicht, verdammt. Das ist unser Kampf! Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören, dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie, das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an, schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Ich hätte auch da bleiben können, aber dann bleibe ich lieber bei der Schnecke hier, ne? Kleine Junge aus dem Schacht. Tot. Wie auch in der echten Bundesliga gibt es auf meinem Channel freitags, samstags und sonntags um ca. 16 Uhr ein FIFA 13 Ultimate Team Spielchen. Entweder alleine, wo ich online spiele, oder auch mal ein Spielchen gegen den Lennart hier von den Spieletessern 21. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Mann, schade. Komm, noch eine Eckball. Okay, ich hasse Ecken. Ich auch, ich kann sie nämlich nicht. Doch. Boah, nee, ne? Geiler, das ist schon von Bale. Kann keine Ecken, ne? Das war ja wohl ein normaler Schuss, das war kein Kopfball. Mach weg, komm. Ich muss mich jetzt wieder anstrengen. Ach, ja. Da war jemand. Eigentlich wollte ich nur zu dem, zu Dingens Bums. Oh, schon wieder die Bale. Ich hasse diesen Typ. Gewinnt wieder. Hui! Epileptischer Anfall. Ja, den habe ich hier gerade, glaube ich, auch. Das glaube ich dir. Mann, lass doch mal meine Spiele an. Um 18 Uhr besuche ich mit euch dienstags, donnerstags und samstags Evoland, wo wir uns durch verschiedene Grafiken der Spielewelt durchschlagen. Kann man froh sein, wenn man mal 3 Sekunden ohne Monster rumlaufen kann. Vor allem greifen die jetzt immer beide an. Ah, ich würde gleich schön verrecken, weil ich nämlich keinen Trank mehr habe. Jo, das war's. Wie laufen? Ah.
Samstags und sonntags fahre ich mit euch bei Euro Truck Simulator 2 durch Europa und laber über Gott und die Welt. Und das Ganze um 15 Uhr. Weil... Oh Gott, das... Ah! Fuck! Shit! Ach, zurückfahren. Oh nein, da hinten steht noch ein Auto hinter mir direkt. Jetzt da rumlenken. Was? Ah! Du musst mich da verarschen. Ah, so eine Kacke. Ja, das kommt davon, wenn man jetzt mal kurz auf sein iPad darauf guckt. Wo war ich jetzt? Lalala. Also, ja, wir als Volk können da eh nicht so viel ausrichten, denke ich einfach mal, weil die jeder machen, was sie wollen. Jetzt ist man hier geschmeidig um die Autobahnauffahrt. Mit stolzen 30 km/h. Und dann habe ich als nächstes Thema auf der Liste eins, das ich auch kenne, weil ich das selber auch in der Schule vor allem miterlebt habe. Also mich nicht selber richtig betroffen, aber eben sonst so mitbekommen auf dem Schulhof und so, ist ja immer so. Und zwar, dass ja die Mobbingrate in der Schule und auch im Alltag extrem ansteigt. Und das ist wieder dann so ein Thema, da finde ich, muss man ein bisschen aufpassen, weil es eben, denke ich mal, doch relativ viele betrifft. Da muss man aber dann auch wieder unterscheiden zwischen richtigen Mobbing und dann nur so ja, so eine Art Spaß, sage ich mal. Vielleicht nicht das richtige Wort, das ich jetzt gerade gewählt habe, aber naja, mir fiel gerade kein eines ein. Aber mit Freunden mache ich eben auch mal ein paar Scherze, so, ne? Und das ist halt natürlich eben alles freundschaftlich gemeint und auch witzig. Und da sollte man das auch schon verstehen können. Ja, das war's zu meinem neuen Kanal. Hoffentlich schaut ihr mal bei mir rein. Und ja, Lennart und ich werden, denke ich mal, ab und zu ein paar Projekte miteinander starten. Und dann bedanke ich mich fürs Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Schauen der Videos von Lennart und auch bei meinen Let's Plays. Tschüss!